Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see. Tim Burton ist einer der wenigen Filmemacher, der einen einzigartigen, sofort erkennbaren Stil hat. Seine Filme sind düster, etwas schräg und finden trotzdem viele Fans. Wir zeigen, wie Tim Burton seinen eigenwilligen, alles andere als massenkompatiblen Stil entwickelte und warum er trotzdem so erfolgreich ist. Für viele ist Tim Burton ein Regisseur, aber eigentlich stieg er als Künstler und Animator ins Berufsleben ein. It was initially a children's book, but Rick and I made it then into a film. Mit einem Stipendium der Disney Studios studierte er Trickfilmkunst am California Institute of the Arts. Danach arbeitete er für den Filmkonzern. Dort entwickelte er seinen Stil. He knew he'd been banished to the Tower of Doom, where he was sentenced to spend the rest of his life alone with the portrait of his beautiful wife. Ergebnis: der Stop-Motion-Kurzfilm Vincent, der im Auftrag von Disney produziert wurde. Vincent ist anders. Die Figuren sind stark vom Pop-Surrealismus beeinflusst, die Kulissen vom deutschen Expressionismus der 1920er Jahre inspiriert. Für Disney ist es erst der zweite Horrorfilm. Doch in der düsteren Atmosphäre blitzt immer wieder eine kindliche Verspieltheit durch, die sich Burton wohl von seinem Arbeitgeber abgeguckt hat. Mit nur 24 Jahren hat Tim Burton damit seinen Stil gefunden. Doch bei Disney wurde Burton nie glücklich. Er musste sich verbiegen, um dem Leistungsdruck und den kreativen Vorgaben gerecht zu werden. Für manch anderen Künstler mag ein Job dort ein Traum sein, für Tim Burton war es dagegen ein Tiefpunkt in seinem Leben. Hirnlose Fleißarbeit statt Kunst. Auch Disney hatte keine Verwendung mehr für Burton. Nach dem Kurzfilm Frankenweenie wurde er gefeuert. Das Urteil: seine Filme seien zu teuer und nicht für Kinder geeignet. Doch Burton hatte Glück. Der US-Comedian Paul Rubens wurde auf ihn aufmerksam und mit Pee-wees Irre Abenteuer fasste er Fuß in Hollywood als Regisseur. Der Durchbruch gelang Tim Burton dann mit Beetlejuice. Das Drehbuch stammte zwar nicht aus seiner Feder, trotzdem trägt der Film deutlich Burtons Handschrift. So zeigt sich in einigen Szenen seine Erfahrungen mit Stop-Motion. Der billige und künstliche Look des Films war von Burton dagegen als Hommage an die B-Movies seiner Kindheit gedacht. Diese Sterilität in den Kulissen behält Tim Burton in vielen seiner späteren Filme bei. Beetlejuice war ein finanzieller Erfolg, Tim Burtons Stil wurde dem Mainstream bekannt. Seinen persönlichsten Film drehte Tim Burton jedoch erst danach, nämlich Edward mit den Scherenhänden. You look fine, just fine. I'm not finished. Der Film markiert nicht nur den Beginn der bis heute andauernden Zusammenarbeit mit Johnny Depp und Komponist Danny Elfman, in ihm verarbeitet Tim Burton auch seine Kindheit. Burton wuchs in Burbank, einer Nachbarstadt von Los Angeles, auf. Für ihn nicht der gewöhnlichste, sondern der gruseligste Ort in Kalifornien. Als Kind war er meistens alleine und hatte Probleme, Kontakte zu knüpfen. Genauso ergeht es auch dem namensgebenden Helden Edward. Die Nachbarn sind erst neugierig, dann misstrauisch und schließlich feindselig, trotz Edwards friedlicher Art. Seine Einbürgerung in die amerikanische Vorortidylle geht schief. He practically raped Joyce, you know, threatening her with those knives of his. It's a miracle she escaped. Hey!
Nach einer Reihe von Missgeschicken muss Edward wieder zurück in sein Schloss, für immer allein. Wie Tim Burton einmal in einem Interview gesagt hat, wer sich einmal allein und ausgestoßen gefühlt hat, den wird dieses Gefühl niemals völlig verlassen. Chapter 5, Verse 8. Tim Burton ist fasziniert vom Tod und dem Jenseits. Seine Figuren sind oft Außenseiter, schüchtern und allein. Trotz dieser düsteren Thematik durchzieht seine Filme eine gewisse Verspieltheit. Auch deswegen werden sie oft als schräg empfunden, weil Burton scheinbar Unpassendes miteinander vermischt. Even I'm eatable, but that is called cannibalism, my dear children, and is in fact frowned upon in most societies. Yeah. Enjoy. Doch dadurch macht er seine Filme einem größeren Publikum zugänglich, nämlich für Kinder und für die Kinder in uns selbst. You know, I think that's a fairly common artistic goal, is to kind of keep searching for that kind of sort of purity and spark that you have, you know, early in life. Tim Burtons Stil, das gruselige, schräge, verzerrte, passt perfekt zu Halloween. In unserem Horror-Themen-Special auf unserer Webseite haben wir noch viel mehr zu diesem Nightmare Before Christmas. You think I'm qualified? What I mean is, can you be scary? Oh, I know what you're asking me. Can I be scary? What do you think of this? You like it? Excuse us, please.